So, wir schauen uns mal wieder eine Aussage zur Teilbarkeit an, und zwar die folgende: Für alle A, B, C gilt, also aus den ganzen Zahlen gilt, aus A teilt B mal C folgt A teilt B oder A teilt C. Wenn man sich das mal näher anschaut, sagt letztlich die Aussage, wenn A ein Produkt teilt, dann teilt A auch einen der beiden Faktoren. Das ist jetzt eine Aussage, die kann man beweisen oder widerlegen, ne? Kann man beides versuchen. Nur eins davon gilt. Also die Aussage ist entweder wahr oder falsch. So. Man kann sich da ja mal vielleicht mit ein paar Beispielen annähern. Also nehmen wir mal 2 teilt 3 mal 4. 2 teilt 12, das stimmt, weil in diesem Fall 2 teilt 4 gilt, ne? Also A, 2 teilt nicht 3, aber 2 teilt 4, deswegen gilt diese Gesamtaussage. Nehmen wir uns ein anderes Beispiel, nehmen wir mal 5 teilt 7 mal 10. Auch das gilt, ne? Weil die 5 die 10 teilt. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, nehmen wir mal 4 teilt 8 mal 6, also die 4 teilt 8 mal 6, weil, na ja, klar, die 4 die 8 teilt. Ne? Jetzt kommen wir schon langsam in so Gefilde, in denen die linke Zahl selbst keine Primzahl ist, sondern hier selbst ein Produkt. Ne? Jetzt könnte man bei der Entwicklung dieser Beispiele auf den Gedanken kommen, ah, die 4 teilt die 8, die 4 teilt zum Teil zumindest die 6, also die 2 hier drin teilt die 6, aber die komplette 4 teilt die 8, deswegen teilt die 4 auch das gesamte Produkt. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir hier mal eine 2 rausnehmen? Ne? Also schreiben wir es mal hier hin, die 4 teilt die 8. Das geht. Aber wenn wir jetzt hier haben, 4 teilt 4 mal 6. Ah ja, dann gilt es ja immer noch, ne? Wir können aber vielleicht noch mal eine 2 rausnehmen. Sieht es dann aus bei 4 teilt 2 mal 6? Aha. Hier haben wir auf einmal folgenden Fall. Die 4, das ist ja 2 mal 2. Und 2 mal 2 teilt 2 mal 6. Weil, na gut, wir können in der Primfaktorzerlegung die eine 2 sozusagen auf diese 2 hier abbilden und die andere 2 auf die 2, die in der 6 drin steckt. 2 mal 2 teilt 2 mal 6, das gilt. Aber 4 teilt weder 2 noch 6. Aber 4 teilt nicht 2 und 4 teilt nicht 6. Da haben wir schon ein Gegenbeispiel gefunden, ne? 4 teilt 2 mal 6, aber 4 teilt nicht 2. Und 4 teilt nicht 6. Gut, und jetzt können wir das natürlich auf ein total schönes Gegenbeispiel bringen, nämlich eins, was möglichst minimal ist. Ne? Wir brauchen ja die 3 hier drin gar nicht. Also wir können jetzt sagen, 4 teilt 2 mal 2, 4 teilt 4, ja, 4 teilt 2 mal 2, aber 4 teilt nicht die 2. Ja, einfacheres Gegenbeispiel gibt es fast nicht, ne? Insofern wäre das hier ein Gegenbeispiel, das man bringen könnte, wenn man ein besonders schönes Gegenbeispiel finden möchte, um die Gesamtaussage hier oben zu widerlegen. Natürlich ist auch das hier ein gültiges Gegenbeispiel, aber wenn man schon mal so ein Gegenbeispiel hat, dann kann man sich auch noch mal kurz überlegen, wie kriege ich das Gegenbeispiel noch kleiner? Ne, und ja, das ist doch ein schönes Gegenbeispiel.